Herzlich willkommen am täglichen Videostrategietiker des Frankfurter Börsenbriefs. Heute am Mittwoch, den 6. September 2017. Wir haben nach wie vor turbulente Märkte. Ich hatte ja gestern gesagt, dass die Perspektiven für den DAX etwas entspannter sind. Er bewegt sich nach wie vor um die Marke von 12.000, 12.100 in dieser Größenordnung. Der amerikanische Markt ist ein gutes Stück angeschlagener. Dort haben wir auf der Short-Seite noch einige Positionen. Wir gehen davon aus, dass sich der amerikanische Markt schwächer entwickeln wird als der deutsche Markt. Und wir haben im Dow Jones auch gestern einen der stärksten Rückgänge in diesem Jahr erlebt. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt da in den USA durchfallen werden, auch wenn der September ja, ich hatte es schon mehrfach gesagt, zu den schwächsten Monaten des Jahres gehört. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt in den nächsten Tagen da erstmal eine kleine Gegenbewegung starten werden. Also man muss sich hier diesbezüglich nicht verrückt machen. Allerdings gibt es natürlich Papiere, auch für die eine Short-Empfehlung tatsächlich zu erwägen ist, beziehungsweise ein Short-Engagement zu erwägen ist, ob das jetzt auf CFD-Basis ist oder wo auch immer. Und mir fällt da eine Allstate ein. Allstate ist einer der größten Versicherer in den USA, zumindest wenn wir uns mal anschauen, wer denn welche Marktanteile in den USA und gerade in Texas hat, bei den Gebäudeversicherungen oder bei den Autoversicherungen. Und da liegt Allstate mit 13% bzw. 12,7% in beiden Märkten auf Platz 1. Das heißt, sie haben den größten Marktanteil und haben damit auch die größten Schäden zu tragen, die der Wirbelsturm Harvey in den letzten Wochen angerichtet hat. Das wird natürlich mit ein paar Hintergrundinformationen zu versehen. Eine Allstate hat sich natürlich auch rückversichert, gar keine Frage. In ihrer Anlagestrategie geht es darum, dass die ersten 500 Millionen an Schäden selbst getragen werden und dann bis über 4,4 Milliarden Dollar Schäden 95% abgesichert ist über den Rückversicherungsmarkt. Wie sind diese Zahlen nun einzuschätzen? 500 Millionen hört sich nicht viel an, ist aber relativ viel. In den letzten 3-4 Jahren haben die Erstversicherer sich dazu entschlossen, wieder höhere Anteile selbst zu tragen. Das liegt daran, weil sie sehr dicke Finanzpolster haben. Gerade in den USA sind die Versicherer sehr gut finanziell ausgestattet, sodass sie weniger Risiken an die Rückversicherer abgegeben haben. Und das rächt sich jetzt natürlich dadurch, dass hier, wenn jetzt so ein Großschaden auftritt. Und man muss ja hinzufügen, wir haben ja das latente Risiko, dass ein weiterer Großschaden jetzt auf die amerikanische Versicherungsbranche zurollt, beziehungsweise besser gesagt zuweht. Denn der Wirbelsturm Irma, den ich gestern schon mal angedeutet hatte, der ist inzwischen auf die höchste Stufe 5 heraufgesetzt worden und damit eine latente Gefahr läuft immer noch auf Florida zu. Das heißt, hier könnte es sein, dass zwei Großschäden auf einmal auf die Versicherungsbranche zulaufen. Ich hatte es an anderer Stelle schon mal erläutert. Insgesamt werden die Schäden in Texas und Louisiana wegen Harvey auf 160 bis 180 Milliarden Dollar geschätzt. Die Versicherer sind davon allerdings deutlich weniger betroffen. Das spielt sich eher im Bereich von 40 Milliarden ab und damit halb so viel wie bei Katrina im Jahr 2005. Das liegt daran, weil ein Großteil der Immobilien und ein Großteil der Sachwerte nicht versichert ist. Und damit sind die Versicherer da entsprechend auch aus dem Schneider. Was man auch beachten muss in diesem Zusammenhang, wer sich in der Versicherungsbranche ein bisschen auskennt, der weiß, dass in der Vergangenheit es so war, dass je größer die Schäden waren, desto besser für die Versicherungsbranche. Warum? Wenn größere Schäden aufgetreten sind, dann hat sich der Markt konsolidiert. Kleinere Versicherer sind ausgeschieden und man konnte mit weniger Versicherer höhere Prämien durchsetzen. Auch konnte man deshalb höhere Prämien durchsetzen, weil ja jedem akut vor Augen war, wie wichtig es ist, überhaupt Versicherungsschutz zu haben, wenn die Nachrichtenbilder noch frisch
im Gedächtnis haften geblieben sind. Diese Situation hat sich jetzt ein klein wenig geändert und wir werden das auch am kommenden Wochenende sehen, wenn sich die Vertreter der Branche jetzt in Monte Carlo treffen zu ihrem jährlichen Meeting, um zu besprechen, wohin denn die Reise mit den Prämieneinnahmen geht. Und wir haben in den letzten 2-3 Jahren eine Veränderung in der Versicherungslandschaft gesehen, dergestalt, dass alternative Rückversicherungsträger, der Begriff ist nicht ganz richtig, aber es gibt dafür auch noch keinen Begriff. Also ich sag mal Kapitalsammelstellen, Pools, so wie man das ja auch bei verschiedenen anderen Arten der alternativen Finanzierung, beispielsweise im Crowdfinancing, findet. Der Versicherungssektor und der Finanzsektor, der ist ja derzeit absolut in Bewegung. Das heißt, es gibt inzwischen immer mehr Anbieter von Rückversicherungsleistungen, die in Wirklichkeit gar keine Rückversicherer sind. Das spielen Hedgefonds und verschiedene, wie gesagt, andere Kapitalsammelstellen eine Rolle, die solche Leistungen anbieten. Und das bedeutet, dass die Prämieneinnahmen und die Prämien selbst in der Tendenz auch weiter sinken werden, selbst jetzt nach einem so großen Schadensfall. Das bedeutet, dass man nicht wie in früheren Zeiten ein Trading starten könnte, jetzt auf den Absturz setzen und wenn dann die Zahlen rausgekommen sind, schnell wieder zukaufen, weil die Prämien dann wieder steigen werden und man dann ein gutes Geschäft macht, sondern diese Abwärtsbewegung, die wir jetzt auch bei der Allstate erwarten, die wird wesentlich länger dauern als in vergangenen Phasen. Und da sich der Allstate noch auf einem relativ hohen Niveau befindet, denke ich, kann man hier die nächsten 4 bis 5 Monate gut auf eine Short-Spekulation setzen. Selbst wenn der Gesamtmarkt im Oktober dann wieder erholen wird, wird Allstate aus meiner Erwartung ein Underperformer bleiben. Das heißt, dann bleiben Sie bei Ihren Short-Positionen bitte engagiert. Das sind meine Hinweise für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse am Videostrategietiker des Frankfurter Börsenbriefs und melde mich morgen dann wieder. Bis dahin, alles Gute, Ihr Bernhard M. Klinzing.